Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen hier wieder zurück zur Alpine Challenge und wir starten gleich mit der Mission. Oh, noch eine, cool, auf Feld 4. Feld 4 ist direkt hier nebenan, das ist natürlich perfekt, ne? Dann heißt das, wir starten hier schon mal gleich und dann zeige ich euch natürlich auch den Kredit. Der ist selbstverständlich bei 0 und auch da kommen wir so langsam ein bisschen voran. Wir haben jetzt 73.000 Euro, das ist schon mal gar nicht verkehrt. Damit haben wir zumindest die Möglichkeit, bald doch in den nächsten Schritt zu gehen. So, und das schafft hier auch der kleine Hobbitsch relativ gut. Mit dem Pflug bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, was wir damit machen. Aber wir warten jetzt erstmal ab, weil wenn das hier mit den Missionen so schön läuft, dann haben wir vielleicht da ganz gute Möglichkeiten. So, gut, der läuft. Also wie gesagt, Kredit ist bei 0. Das sieht gut aus. Wichtig für mich ist eigentlich, dass wir jeden Tag ein bisschen Gewinn machen. Je mehr Gewinn wir machen, umso einfacher wird es für uns. So, bei den Kühen sieht es ganz gut aus. Da ja, dauert es aber hier noch ziemlich lange, bis wir da was Neues bekommen. Bei den Hühnern ist schon ein bisschen entspannter. Das ist kein Problem. Ansonsten, wir haben so gut wie nichts im Lager. Das heißt, wir sollten natürlich dann auch bei Gelegenheit schauen, dass wir Erntemissionen bekommen und natürlich unser eigenes Feld ernten. Deswegen stehen wir da hinten auch schon bereit. Aber im Moment ist da eben noch nichts zu holen. Wir gucken uns mal gerade unser Feldi an. Das dürfte eigentlich alles gut sein. Jawohl, zweimal gedüngt, alles erledigt. Kann sein, dass wir danach kalken müssen, das weiß ich noch nicht. Aber ansonsten sieht es gut aus. Wir haben den Weizen drauf, der ist gut für unsere Tiere. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, dann schauen wir mal kurz in die Produktion rein. Düngerproduktion ist aktiv. Wir haben massenweise. Gut. Nachdem wir aber hier schon wieder Mangel an Sprit haben, müssen wir mal gucken, ob wir uns da was einfallen lassen. Hier haben wir jetzt einen Haufen Hackschnitzel. Da fehlt nur noch ein bisschen Gras. Aber Heu haben wir auch noch mehr als genug. Da brauchen wir uns auch keine Gedanken machen. Und Saatgutproduktion, ja, das Getreide kommt, aber auch hier stehen wir relativ gut. Ich würde sagen, als nächstes werden wir uns dann die Spritproduktion holen. Davon gehe ich jetzt einmal aus. Ich will jetzt nur gerade nochmal was schauen. Wegen unseren Tieren. Wir haben 50 Tiere, die drauf können. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wir müssen langsam dann gucken, wie wir das bewerkstelligen. Ich würde am liebsten noch einen Kuhstall kaufen. Aber. Die kleine Kuhweide haben wir oben. Das ist natürlich nicht so der Renner. Am liebsten hätte ich ja dann gleich was Großes. 300 Tiere ist schon mal nicht schlecht, aber ihr seht schon, das kostet gleich richtig dick Geld. Das Kuhspezial wäre natürlich das Beste, aber das Ding ist riesengroß. Und dafür haben wir auch das Geld eben noch nicht, ne? Deswegen müssen wir gucken, wie wir da am besten zu Rande kommen. So, Düngerproduktion läuft noch. Wir haben noch ein bisschen Mist drin, genug Gülle. Das ist gar kein Thema. Wie gesagt, Dünger, ja, 42.000 Liter. Ehrlich jetzt. Tatsache, so viel Dünger haben wir? Echt jetzt? Ja, 42.000 Liter Dünger. Wir können dreimal die ganze Map düngen. Also wir brauchen uns da gar keinen Stress zu machen. Gucken wir gerade mal bei den Kühen rein. Mit Stroh könnten wir die noch ein bisschen versorgen. Das könnten sie noch gebrauchen, aber ich glaube, Stroh haben wir auch gar nicht mehr viel da. Ich gucke mal gerade rein. 52.000 Liter, doch, das ginge. Wasser haben sie genug. Heu, Silage und Gras, ja, aber das sieht eigentlich alles noch relativ entspannt aus. Gut, damit wir da jetzt ein bisschen in die Puschen kommen, würde ich sagen, verkaufen wir mal die Milch. Da haben wir beim letzten Mal ja schon geguckt. Wir schauen nur nochmal wegen dem Preis für die Milli. Und die Milch bringt den besten Preis im Moment beim Hofladen. Okay. Dann haben wir auch nicht so einen weiten Weg. Das ist gut. Dann werden wir die schon mal verkaufen. Und können dann damit dementsprechend hier schon mal wieder ein klein wenig Geld machen. Das ist ja immer ganz wichtig, dass immer so ein bisschen Geld reinkommt. Ne? So, 5000 Liter Milch. Jo, das klingt doch schon mal gut. Das bringt uns doch unseren nächsten Schritt definitiv schon mal ein bisschen näher.
Und es ist ehrlich beruhigend, dass jetzt langsam doch wieder ein bisschen Geld reinkommt. Das war schon beängstigend, dass das alles die ganze Zeit irgendwie nicht so richtig voranging. So, ich bin jetzt noch ein Thema am Überlegen. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher, ob ich das so machen möchte. Der Helfer G hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ich glaube nicht. Ich vermute mal, dem wird wahrscheinlich wieder da unten ein kleiner Rest fehlen. Ich will nur erst hier die Milch abtanken. 7.400 Euro, das ist gut. So, und da, wie ich gesagt habe, fehlt natürlich ein bisschen was. Das werden wir schnell noch fertig machen. Das ist natürlich sehr blöd. Aber immer so der letzte schmale Streifen, das ist halt normal, ne? Das, ja. Aber das kriegen wir jetzt auch relativ zügig hin. Dünger haben wir noch mehr als genug, das ist sehr gut. So, Lohndienstleistung ist abgeschlossen auf der 4. Können wir die beenden? Dann haben wir Feld 20. Das düngen wir auch gleich noch mit. Da gucken wir mal. Dass wir mal da runterfahren. Ja, jetzt sind wir schon bei 86.000. Das sieht jetzt schon ganz gut aus. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ja. So, bam, bam, bam. Ich bin gerade am Grübeln, wie wir am besten jetzt weitermachen. Und zwar so, dass wir, sagen wir mal, relativ gutes Geld verdienen können. Wir müssen mal gleich schauen. Thema Silage. Der Daniel hat ja Silageballen gemacht und hat die dann verkauft. Das hat ja auch gutes Geld gebracht. Ja, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das so machen soll oder möchte. Das müssen wir mal schauen. So, das Feld ist es nicht. Das Feld ist es doch. Ups, ich falte fast aufs falsche Feld gefahren. Aber da hätte er schon gemeckert, ne? Das hätte er schon gesagt. So, Helfer Go. Ich hoffe, dass das so passt. Sieht jedenfalls schon mal ganz gut aus. So, unsere Ernte können wir noch nicht machen. Das ist nämlich immer so ein bisschen das Thema, dass wir hier schauen, dass wir nach Möglichkeit immer irgendwo ein bisschen Arbeit haben. So, der erste Eierkarton ist auch schon da. Juhu, das ist doch schon mal ein schöner Fortschritt. Wir sollten vielleicht dann nochmal schauen, dass wir. Ja, wir bräuchten eigentlich erst das Fermentersilo. Aber die Frage ist jetzt, ich überlege, ob ich Fermentersilo mit BGA kombinieren soll. Das würde uns eine Menge Geld bringen können. Dafür müssen wir halt eine ganze Menge Wiese mähen. Die andere Frage ist, ob wir das nicht irgendwie anders noch hinkriegen. Da bin ich jetzt gerade am Grübeln. Haben wir oder haben wir nicht? Oder haben wir das nur geliehen? Die Wurzelfräse haben wir. Nee, ich glaube, das andere hat man nur gemietet. Ich bin am Grübeln, ob wir eventuell noch ein bisschen was mit Bäumen und Hackschnitzel machen. Die Frage ist, lohnt sich das Hackschnitzel zu verkaufen? 145 beim Sägewerk. Klingt erstmal wenig. Die Frage ist, was bringt so ein großer Baum? Haben wir da was von? Also wir haben beim letzten Mal ja hier gemerkt, dass wir da doch eine ganze Menge rauskriegen. Wir haben hier 23.000 Hackschnitzel. Das wären aber gerade mal 3.000 Euro. Das ist jetzt so das Thema. Das heißt, wir bräuchten eigentlich Bäume, die sich lohnen. Und da sehe ich jetzt im Moment hier eher so ein bisschen das Problem bei der Geschichte, weil ich glaube nicht, dass sich das alles hier so wirklich lohnt. Die Bäume, die könnten sich lohnen, aber die sehen so schön aus, die möchte ich eigentlich ungern wegmachen. Das gefällt mir nicht so wirklich, über das Thema so nachzudenken, einfach jetzt hier alles abzuholzen, das wäre echt schade. Weil ich finde diese Region, so wie sie ist, sehr schön. Also müssen wir uns doch irgendwas noch überlegen, was wir da am besten machen können. Ich bin jetzt gerade noch was anderes am Grübeln. Ich will ja auch so ein bisschen im Thema Solar. 75.000, aber das bringt sehr wenig. Das ist das nächste Problem. Die bringt sehr, sehr wenig Geld. Ne? So ein Windgenerator bringt natürlich viel Geld, klar, aber der kostet auch ein wenig. Es gibt natürlich auch kleinere, aber da sieht man schon 300 pro Stunde für eine Dreiviertelmillion. Das lohnt sich alles irgendwie nicht so wirklich. Ne? Das braucht ewig, selbst wenn wir das Geld hätten, bis wir das Geld wieder rauskriegen. Das ist das Problem, was ich jetzt im Moment sehe. Auf der einen Seite, wir haben eine Menge Gras schon vorbereitet. Wir könnten natürlich auch direkt Silage verkaufen für 276. Das wäre natürlich auch eine coole Sache und wir würden noch Gärreste kriegen. Aber zum Beispiel Dünger können wir nicht verkaufen und Dünger haben wir ohne Ende. Es ist jetzt die Frage, die Gärreste könnte man natürlich benutzen,
Aber ich glaube, es würde wahrscheinlich kein Weg dran vorbeiführen, dass wir die BGA dann irgendwie kaufen müssen, wenn wir uns in der Richtung organisieren wollen. So, die BGA kostet uns aber nach Adam Riese und Eva Zwerg 119.000 Euro. Und wir haben noch nichts, mit dem wir Silage herstellen können. Das ist natürlich ungünstig. Also ihr seht, das ist generell gut, aber im Moment noch sehr schwierig. Ich meine, BGA würde uns natürlich schon einiges an Kohle bringen. So, hier können wir noch mal ein bisschen mähen. Unten würde ich ganz gerne warten, bis alles da hinten wieder 100, ups, 100% gewachsen ist. Weil das bringt einfach noch mal. Oh, halt, wir müssen wechseln. Wir müssen wechseln. Oh, der ist fertig und die Dienstleistung ist fertig. Oh, das hat ja mal ausnahmsweise gut geklappt. Dann schließen wir auch diese ab. Hier haben wir Feld 21 Gerste. Das ist jetzt wieder das Thema, weil unser Feld ist eigentlich noch nicht erntereif. 21 ist aber ganz unten, bis wir das hätten. Oh, das wird tricky. Das wird tricky. Wäre noch nur 2000 Euro. Nee, ich glaube, die Mission lassen wir weg. Die lassen wir mal außen vor. So, nee, dann machen wir erstmal hier doch unser Mähen und überlegen mal, was wir eventuell noch machen können. Zum Beispiel, was wir hier auch mit unserem Krater noch machen können. Ich hätte dafür später noch eine Idee, aber da brauchen wir auch erstmal noch ein bisschen Geld für. Das geht jetzt so ad hoc erstmal noch nicht. So, unser Gewächshaus, das läuft ja soweit. Könnten wir auch noch eins bauen, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich das Problem, die bringen auch relativ langsam Geld, ne? Also wir brauchen was, wo wir, sagen wir mal, beschäftigt sind und trotzdem gut mit verdienen können. Und das ist im Moment so ein bisschen das Problem, was ich sehe. So, unsere Bäume, die wachsen ja so langsam vor sich hin. Das dauert jetzt noch ziemlich lang, aber wenn die mal gewachsen sind, dann geht es Schlag auf Schlag. Dann brummt es richtig, weil das sind dann 100 Bäume, die auf einen Schlag bereit sind, abgeerntet zu werden. Ich glaube, das dürfte uns, oder hoffe ich zumindest, dass uns das ein bisschen Geld bringt. Im Moment können wir halt noch nicht so viel machen. Das Düngen der Bäume übrigens bringt nichts, aber das Düngen der Wiese, das bringt auf alle Fälle was. Habe ich nämlich einen Kommentar gelesen, wo das gefragt wurde, ob das Sinn macht. Aber hier wäre natürlich schick, wenn wir da irgendwie noch ein bisschen was machen könnten. Also da bin ich noch ein bisschen am Grübeln. Bin ich noch nicht so ganz einig, wie ich das am besten anstelle. Deswegen mit so Missionen ist das schon ganz gut. Aber im Moment sind auch keine wirklich interessanten Missionen da. Deswegen nutzen wir die Zeit erstmal so. Wir haben jetzt 90.000 Euro. Wir können, denke ich mal, ein bisschen was drehen. Ich habe überlegt, wenn wir den Pflug verkaufen und wirklich nur einen Tiefenlockerer holen, weil wir haben ja nur unser eines Feld da, unser eines, unser, das eine Feld da oben, unser eines Feld, ja. Unser Feld. Wir haben ja nur das eine Feld so rum. Ich habe es heute wieder Sprache, sorry. Dann könnten wir natürlich ein günstigeres Teil kaufen, ja. Damit wären wir zwar einen Ticken länger beschäftigt, aber es würde seinen Zweck genauso erfüllen. Das ist jetzt so die Überlegung. Ich glaube, da gucken wir auch noch mal rein in die Thematik, weil das würde vielleicht noch Sinn machen. Das würde noch ein bisschen Sinn machen. So, 10.000 Wiese haben wir wieder. Heu haben wir genug, da brauchen wir gar nicht gucken. Boah, der schlittert aber hier rum. Also irgendwie gefällt mir der Böhrer hier nicht so. Der tut sich extremst schwer mit allem, was wir hier anfangen. Da bin ich auch noch nicht so überzeugt von, dass der optimale Traktor für uns ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, schauen wir nochmal durch. Wir kriegen für unseren Freund, den Kollegen hier, kriegen wir 39, also sagen wir 40.000. Wenn wir das mit dem Tiefenlockerer, wie wir überlegt haben, machen, der kostet 10. Das wäre natürlich eine Idee. Würde auch das Pflügen ersetzen, ne? Also ist eine Alternative zum Flug. Würde nur 10.000 kosten. Vielleicht aber nicht gerade den mit so viel PS, aber der hier ginge, den könnte auch der Bührer ziehen. Der hier hat dann 3 Meter, braucht nur 90 PS. Okay, aber ich glaube, 4 Meter ist schon sinnvoll. Dann hätten wir 40.000, 30.000 Euro mehr zur Verfügung. Dann wären wir bei 120. Das würde uns eigentlich schon die nächste Investition sichern.
Dann könnten wir da schon auf die nächste Investition gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee. So, den klappen wir erstmal zusammen und fahren wieder nach Hause. Da sind wir ja fertig. Also das wäre eine coole Option, glaube ich. Dann hätten wir 120. So, bei 120.000 können wir sowohl uns in Richtung BGA begeben, als auch in Richtung Fermentersilo. Die BGA ist nicht so teuer, die könnten wir kaufen. Ich glaube, das machen wir. Dann hätten wir zumindest schon mal wieder einen weiteren Punkt. Vielleicht können wir da sogar irgendwie Mist und Gülle oder sowas verkaufen, weil Dünger haben wir auch eine Menge. Auch wenn es nicht so viel bringt, aber vielleicht hilft es uns irgendwie weiter. Ne? Dann das würde ja auch dann nochmal das ein oder andere an Geld in die Kasse spülen. Ich denke mal, das wäre eine gute Möglichkeit. Ich glaube, so in die Richtung werden wir gehen. So, unser Feld oben ist noch nicht erntereif. Wachstumsstufe dauert noch ein bisschen. Das Schild ist schon erntereif, das ist schon umgefallen. Das war schon überreif. Aber ich denke, das wäre eine coole Lösung. Ja, das werden wir machen. Wir verkaufen den Pflug. Wenn wir später mehr Felder haben, können wir uns den ja wiederholen. Aber im Moment sind das 40.000, 50.000 Euro, die da rumstehen, ohne dass wir eigentlich irgendeine Verwendung für haben. Ich glaube, die letzten 30 Folgen haben wir nicht einmal den Pflug gebraucht. Von daher würde da auch erstmal die günstigere Alternative reichen. So, das ist natürlich jetzt ungünstig, wie ich daran fahre. Gut, der Ladewagen ist auch so ein Thema. Da reicht aber uns der kleine aus. So, dann stellen wir den mal hier neben dran. So, gut. Abkippen. Gut, dann fahren wir mal rüber und holen den Pflug. Denn alles andere bringt uns nichts, wenn wir jetzt hier rumeiern und warten, dass vielleicht Geld in die Kasse kommt. Ich hoffe natürlich noch auf ein paar Missionen. Aber solange das jetzt noch nicht der Fall ist, werden wir erstmal selbst gucken, dass wir aktiv wieder ein bisschen zu Geld kommen. Ne? Von daher vielleicht gut, dass wir am Anfang schon gleich alles groß gekauft haben. Dann kann man so jetzt wie hier mit dem Pflug in Ausnahmefällen, der eigentlich eh nur rumsteht, dann sich ein bisschen wieder von dem Kapital zurückholen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viele Arbeitsstunden der Pflug drauf hat. Wir kaufen ja alle Geräte neu, aber ich glaube, der dürfte nicht viele Betriebsstunden haben. Ja, und dafür haben wir uns dann 55.000 Euro auf den Hof gestellt. Das ist, denke ich mal, nicht so optimal. So, hier müssen wir ein bisschen außen rumfahren. Das geht aber. So, und da ist unser Freund. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Betriebsstunden hat er? Wie viel haben wir ihn denn schon benötigt oder benutzt? Wenn ich mich recht entsinne, glaube ich nur das eine Mal beim ersten Mal, wo wir das Feld hier gemacht haben. Ansonsten noch gar nicht. So, und 7,2 Betriebsstunden. Das ist nicht viel. Das ist nicht wirklich viel. Das ist verschwindend gering. Und die 7, nee, 7, ach Quatsch, 7,2 Stunden ist ja unser Traktor. Halt, halt, halt. Das ist ja gar nicht der Pflug gewesen. So, wir müssen ja hier gucken. Nee, hier gucken. Nee, hier gucken. Nee, hier gucken. Da müssen wir gucken. Wo ist denn unser Pflug? Unseren John Deere Plow. So, 0,0, nee, 0,2 Stunden. Das heißt, der war 12 Minuten mal im Einsatz gewesen. 12 Minuten. Nee, also das ist Quatsch. Das heißt, wir haben einmal das Feld hier mitgemacht und seitdem nie wieder benutzt. Also, der geht. Dann holen wir uns als Ersatz natürlich einen Tiefenlockerer, dass wir mit dem trotzdem unser Feld bearbeiten können, so, falls wir dann mal pflügen müssen. Aber das ist ja rausgeschmissenes Geld. Wir fahren den natürlich zum Händler und hoffen, dass wir da noch ein bisschen Geld für kriegen. Müsste ja normal ein paar Euro mehr bringen. Also von daher denke ich mal, wird uns das auch noch ein bisschen helfen. So, und dann überlegen wir mal. Ich glaube, dann gehen wir vielleicht sogar zuerst in Richtung der BGA. Weil Mischfutter ist gut bestückt bei den Kühen. Eigentlich die Kühe sind gut versorgt. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Das passt. Wow. Ja, der Kleine ist ein bisschen überfordert mit dem Freund hier. Aber das ist ja sozusagen die letzte Fahrt des Fluges erstmal. Später, wie gesagt, wenn wir mehr Felder haben, können wir das gerne machen. Aber jetzt im Moment bringt uns das erstmal nichts. So, und ich denke, mit der BGA sind wir
Auf alle Fälle ein bisschen besser aufgestellt. Oh, hier unten ist auch schon wieder alles so weit, dass wir es mähen können. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann können wir nämlich, wenn wir die BGA kaufen, das Gras eigentlich gleich dorthin bringen und können uns da schon mal ein bisschen vorbereiten, zumindest bis wir das Fermentersilo haben. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. Bevor wir da mit irgendwelchen anderen Sachen anfangen. Ja. Ah. Oh, gegenlenken. Ich will hier nicht die Brücke grasieren. Ihr wisst schon mal, was mit der Brücke hier ist, ne? Also ich mag die sehr, die Brücke. Unheimlich. Ah. Das ist schon ein bisschen strange manchmal. So, hier ist das Schilderversemmeln vorprogrammiert. Ich kann jetzt fahren, wie ich möchte. Ich nehme zwangsläufig irgendwo ein Schild mit. Oder? Schaffen wir das tatsächlich mal ohne? Nee, wir haben es geschafft, ohne ein Schild umzuhauen. Ich bin begeistert. Wir haben es echt mal hingekriegt. Ohne ein Schild zu verbeulen. So. Dann schlittern wir einmal darüber. So, und werden den Freund einmal hier abgeben. Denn, wie gesagt, ich mag kein totes Kapital im Lager. Ich mag aber auch kein totes Kapital bei Maschinen. Nur um zu sagen, ja, wir haben das Ding, das bringt uns nichts. 47.000. Wow. 8 Tage alt und in 8 Ingame-Tagen haben wir gerade mal 0,2 Stunden damit gearbeitet. Nee, das ist Unsinn. Dann holen wir uns hier den Tiefenlockerer mit 4 Meter, 140 PS. Ja, den kaufen wir. So, dann haben wir wenigstens auch wieder einen im Besitz. Das ist ganz wichtig. So, jetzt hoffe ich nur, dass wir den noch getragen bekommen, zumindest. Dass wir ihn auf den Hof fahren können. Aber so hat es das deutlich weitergeholfen. Denn ansonsten treten wir dann nur unnötig auf der Stelle. Oh, das geht sogar. Sieht eigentlich sogar knuffig aus, ne? Mit der Kombination. Das ist natürlich nicht schlecht. So, den stellen wir jetzt erstmal zum Hof. Wir wissen ja auch noch gar nicht, ob wir danach wieder pflügen müssen oder nicht. Aber so haben wir trotzdem ein eigenes Gerät. Eins, was für ein Feld jetzt erstmal ausreichend ist. Wir müssen ja auch ganz selten nur pflügen. Von daher brauchen wir da jetzt nicht gleich die Königsklasse. Dreht mal lieber da einen Schritt zurück, machen woanders aber 2 Schritte nach vorne. Und das ist für mich wichtig. So, und wenn wir die BGA jetzt kaufen und dann in die Benutzung gehen, dann sollten wir auch bei Gelegenheit über ein JCB nachdenken, damit wir ein schnelles Fahrzeug haben, mit dem wir auch hin und her fahren können. Wir haben zwar den relativ kurzen Weg oben rum, aber trotzdem ist das immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann noch diverse Sachen angehängt hat, so diverse Lasten, die man transportiert. So, na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, dann stellen wir den mal hier hin. So, und dann haben wir nämlich trotzdem wieder eine Möglichkeit hier zu pflügen und alles ist gut. So, wir gucken, erntereif ist noch nichts. Gut, dann werden wir jetzt den nächsten Schritt gehen. 119.000, wir kaufen die BGA. Das heißt, damit haben wir wieder einen weiteren wichtigen Schritt erledigt. So, jetzt müssen wir mal gucken, haben wir noch einen Kipper hier? Nein, haben wir nicht. Das ist natürlich ungünstig. Eigentlich bräuchten wir noch einen Kipper. So, aber jetzt gucken wir erstmal, was sich dadurch für uns verändert hat. Wir haben die BGA jetzt. Oh, die Silage geht zu einem besseren Preis. Und schaut mal, wir können Gras zu einem besseren Preis verkaufen, Stroh zu einem besseren Preis. Und wir können auch Mist und Gülle zu einem Preis verkaufen. Vielleicht jetzt nicht gerade der beste Preis, aber wir können es verticken. So, und jetzt bin ich nämlich auf was ganz Großes gespannt. Wenn die Gülle annehmen und die Gülle verarbeitet wird, ob dann zum Beispiel Gärreste entstehen. Das wäre jetzt mal hochinteressant herauszufinden, weil wenn das nämlich funktioniert, dann geben wir Mist ab, kriegen Gärreste und können trotzdem unseren Dünger im Prinzip produzieren. Ob das funktioniert oder nicht, weiß ich aber nicht. Das werden wir jetzt einfach mal herausfinden. Aber BGA ist, denke ich mal, schon gut. Ich wollte eigentlich keine BGA machen, aber im Moment lässt mir das Spiel sozusagen keine andere Wahl, weil wir haben ansonsten viel zu wenig hier zu tun. Und so können wir mit der BGA doch zumindest aktiv da noch ein bisschen was machen. So, und jetzt bringen wir mal die erste Gülle dahin und schauen mal einfach, wie das funktioniert. So, und bevor wir jetzt da hinten die Straße hochfahren, fahren wir hier mit Schwung unsere Wiese hoch und kommen da oben auf die Straße. Das geht auch genauso gut.
Ne? Nur wir haben da ein bisschen mehr Schwung, als wenn wir hier den Berg dann da hocheiern. So, dann fahren wir mal zur BGA rüber und schauen uns da auch mal ein bisschen um. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, was wie wo. Wir haben auf alle Fälle zwei hohe Trichter. Da müssen wir gucken, ob wir dann eventuell mit dem Kipper abladen können überhaupt, ob das geht oder ob wir einen Radlader brauchen. Das weiß ich ja auch noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo wir die Gülle abgeben. Ich weiß nicht, wie das mit den Silos vor Ort aussieht, aber das werden wir jetzt alles herausfinden, denn da hinten taucht sie schon auf. Und wenn das alles so gut funktioniert. Oh, jetzt muss ich mal gerade was gucken. Ich glaube, die 24 ist Wiese, ne? Oho. Oho, oho, oho. Da kommt mir doch gerade ein Gedanke. Oh ja, da kommt mir ein Gedanke. Das wäre natürlich mal very much interesting. Da müssen wir mal gucken. Oh, da eröffnen sich uns viele neue Möglichkeiten. Oh ja, ich sehe gerade viel, viel Geld vor mir. Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Oh, da könnte was möglich sein. Das wäre natürlich schön. Also, so wie es aussieht, haben wir zwei Silos, wo wir Gras einfüllen können. Das ist schon mal gut, was dann gären kann. So, jetzt geht's an die. Aha, Gülle. Very much. Gut. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Okay, hier ist sogar eine Waage. 15 Tonnen, aber wo können wir das jetzt abgeben? Das sieht aus, als ob wir es vielleicht hier abgeben könnten. Jawohl. Hier können wir die Gülle reingeben. Dann machen wir das mal. Ist die Frage, wird die jetzt verarbeitet? Kriegen wir da Gärreste raus oder wie läuft das? Das müssen wir jetzt herausfinden. Ich glaube, das ist generell der Einfüllschacht hier für alles bei der BGA. Dem Geräusch nach scheint die BGA zu laufen. Ich weiß aber nicht, ob da jetzt wirklich Biogas entsteht. Und hier wäre dann die Abfüllstation, wenn wir denn die Möglichkeit hätten, Gärreste zu produzieren. So, das ist jetzt die Frage. Tatsächlich, wir kriegen Gärreste raus. Wir kriegen Gärreste mit. Ge Oh, geil. Okay, damit ist das natürlich optimal. Dann ist das ja perfekt. Das heißt, wir können Mist und Gülle abgeben, können uns daraus Gärreste holen und mit den Gärresten können wir Dünger herstellen. Und wenn wir Glück haben, für die Gülle kriegen wir ja auch noch Geld. Also dann ist das natürlich jetzt eine Goldgrube. Im Moment noch im kleinen Stil, aber das wird sich lohnen. Das wird sich lohnen. Klar, 600 Liter Gärreste ist jetzt für den ersten Versuch, aber die BGA arbeitet ja auch noch. Und das Geld kriegen wir, glaube ich, immer um Mitternacht gut geschrieben. Also von dem Punkt, ja, können wir sozusagen dann für die Nacht immer so ein bisschen auf einen kleinen Geldpuffer hoffen. Das war jetzt natürlich nicht viel. Also wir gucken nochmal. Bei 180 pro 1000 sind das vielleicht jetzt 900 oder 1000 Euro. Aber trotzdem können wir unseren Dünger produzieren. Das ist gut. Und dann ist die Idee mit dem Förderband schon wieder gar nicht so schlecht da hinten. Das gefällt mir. Gut. Dann sind wir doch da einen wichtigen Schritt weiter. So, und wenn wir dann noch einen Haufen Wiese haben, das können wir sogar noch ins Silo packen da hinten. Können das noch gären lassen. Und dann notfalls auch da noch ein Förderband hinstellen. Dann können wir das einfach da reinpumpen und gut ist. Das weiß ich aber noch nicht, wie wir das machen. Oder ob wir einfach sagen, wir bauen uns ein Fermentersilo. Das müssen wir mal gucken, weil das Gären dort dauert ja immer eine Zeit lang. Das Fermentersilo würde 8000 Liter pro Stunde machen, was natürlich unterm Strich wahrscheinlich genauso schnell ist, aber wir hätten es schneller zur Verfügung, sage ich mal. Und wir hätten auch hier die Silage für uns, ohne dass wir von der BGA rüberfahren müssen. Ich glaube, da wäre das Fermentersilo sinnvoller. Das würde mehr Sinn machen. So, erntereif ist noch nichts. Wir können gleich nochmal gucken, ob wir noch Mission kriegen. So, und hier können wir die ersten Gärreste einpumpen. Schick. Würde ich sagen. Sehr schick, würde ich sagen. So, die ersten Gärreste sind da. Und wunderbar ist es. So, ein bisschen Mist müssen wir noch rüberschaufeln. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, dann packen wir den mal wieder hier vorne dran. Aber das gefällt mir. So, das bringt mich jetzt zu meiner nächsten Idee. Weil wir müssen ja auch gucken, dass wir eventuell hier die Versorgung ein bisschen aufbauen. Also das kleine Stückchen gehört jetzt uns.
Das kostet natürlich richtig viel Geld. Das geht. Das ist auch teuer. Das geht auch. Also ich würde am liebsten so hier zwischendrin die Bereiche eventuell uns holen. Aber BGA ist schon cool. Ich will jetzt gerade noch mal halt. Ich will es nicht verkaufen. Ich will da mal kurz hin. So. Ja, die arbeitet. Da wird auch gearbeitet. Man kann da jetzt natürlich nicht sehen, wie viel, aber es wird gearbeitet. Irgendwie. Da kann man jetzt auch nicht erkennen, wie viel Gärreste drin sind, aber das ist auch nicht das Problem. So, jetzt will ich hier mal was gucken, aber das ist natürlich hier minimal. Das wird uns nicht ausreichen. Nee. Nicht für die Idee, die ich jetzt gerade hatte. So, erntereif ist immer noch nichts. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Gut. Aber die Folge ist gleich zu Ende. Da haben wir nicht mehr so viel Zeit. Nicht so gut. Gucken wir nochmal bei den Missionen rein. Wir hätten nur die eine Erntemission. Sonst ist gar nichts im Moment. Aber wenn wir jetzt damit anfangen. Obwohl, auf der anderen Seite, das ist Gerste, ne? Gerste könnte man ganz gut gebrauchen. Gerste könnte man ganz gut gebrauchen. Da haben wir keinen Tropfen da. Die Hühner könnten auch wieder Futter gebrauchen. Also es wäre eigentlich eine interessante Sache. Und wir brauchen auf alle Fälle noch einen kleinen Kipper. Wir brauchen noch einen Kipper. Ist die Frage, wie wir das anstellen? Wir haben jetzt gerade den Lizard. Ah, bam, 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 bam. So, der hat 12, der hat 10, der hat 14, der hat 21, aber den kann man auch hochkonfigurieren. 8000 Liter für 10.000 Euro, das ginge, ne? Weil wir müssten eigentlich hier einen Teil von der Silage, die wir haben, noch rüberfahren. Und dann könnten wir auch einen Haufen Gärreste bekommen. Den Mist können wir auch noch rüberfahren. Ich weiß gar nicht, wie es da aussieht bei den Tieren. Gut, 1800 Liter Mist, das ist erstmal noch Nebensache. Das schaufeln wir vielleicht noch in die Düngerproduktion zur Not. Oder wir lassen es einfach drin, das müssen wir gucken. Es dauert. Aber eben, ich sehe gerade eine neue Kuh gekommen vor 2,5 Stunden, also kurz nach Anfang der Folge. Das heißt, da kommt auch ein bisschen mehr bei den Hühnern, ja. Ich weiß noch nicht. Wir gucken in der nächsten Folge mal, wie wir das Ganze angehen. Jedenfalls haben wir jetzt mit der BGA doch eine neue Möglichkeit des Geldverdienens. Wir könnten auch entsprechend, wie gesagt, noch mit der Wiese schauen, mit dem Gras, was wir gemäht haben. Aber am liebsten wäre mir eigentlich so ein Fermentersilo. Also das wäre schon angenehm. So, und wir brauchen auf alle Fälle noch einen zweiten Kipper. Also jetzt können wir mit 8000 Liter erstmal fahren. Aber gut, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich gehe mal hier auf Pause. Die nächste Folge nehme ich gleich im Anschluss auf und sage schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.